Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Kerbal Space Program Karrieremodus Tutorial. In der letzten Folge bin ich mit dem Ike Mining Lander und dem Ike Science Lander hier auf Ike gelandet. Meine Ingenieurin Helltop hat im Mining Lander mit dem Erzabbau begonnen. Das Erz brauche ich, um daraus Treibstoff herzustellen für meinen Duna-Transporter. Der soll ja noch die Duna-Raumstation zu ihrem endgültigen Ziel im Duna-Orbit bringen. Der Abbau läuft noch eine Weile. Ich habe einen Alarm dafür gesetzt, wenn ich denke, dass er fertig ist. Ich habe das ja hochgerechnet in der letzten Folge. Jebediah und Bob sind mit dem Science Lander direkt neben dem Mining Lander gelandet und haben auch alle möglichen wissenschaftlichen Experimente schon durchgeführt. Die sind startklar für die Rückkehr zur Raumstation im Orbit und damit will ich jetzt mal anfangen. Ich fahre schon mal die Leiter und die Solar Panels ein, damit beim Start nichts kaputt geht. Ihr kennt die Schritte schon, die ich immer durchlaufe, wenn ich zu einer Station im Orbit fliege. Zuerst sollten wir so viel Zeit verstreichen lassen, dass die Raumstation in einer günstigen Position für den Start ist. Wenn wir das richtig machen, dann bekommen wir sofort bei der Zirkularisierung unseres Orbits eine gute Begegnung mit der Orbitalstation. Für den Science Lander hier reicht es, wenn die Station ein paar Grad hinter uns liegt. Das werden wir dann auch gleich sehen. Wir sollten immer auch mal checken, wie das Gelände in Abflugrichtung aussieht, damit wir nicht von einem Bergmassiv überrascht werden oder sowas. Aber hier ist alles frei. Nochmal kurz durchatmen und dann starte ich das Triebwerk. Erstmal mit wenig Schub, damit ich die Kapsel ausrichten kann. Ich will möglichst genau Richtung Osten fliegen, also Richtung 90 Grad. Und ich kann auch sehr schnell einen flachen Winkel einstellen, weil es auf Ike ja keine Atmosphäre gibt. So geht dann der meiste Schub in horizontale Geschwindigkeit und die brauche ich ja, um einen Orbit zu erreichen. Wenn ich die Richtung soweit eingestellt habe, gehe ich dann natürlich auf vollen Schub. Ich möchte eine Apoapsis von 12 Kilometer erreichen für die Zirkularisierung. Damit sollte ich auf Ike einigermaßen sicher vor einer Kollision mit Bergen sein. Solange lasse ich das Triebwerk eben bei vollem Schub laufen. Und wenn die Apoapsis dann passt, stoppe ich das Triebwerk und erstelle einen Manöverknoten an der Apoapsis für die Zirkularisierung. Und genau wie schon oft am Minmus vorgemacht, gebe ich genau so viel Schub, dass ich an der zweiten Begegnung so nah wie möglich an der Station bin. Mit ein paar kleinen Korrekturen komme ich hier auf 0,6 Kilometer Annäherung. Dann kommt die Zündung und wie immer stoppe ich das Triebwerk ein bisschen früher, damit ich die Begegnung von Hand optimal einstellen kann. Es gibt auch noch eine kleine Bahnwinkelabweichung, die korrigiere ich noch und dadurch wird die Annäherung an die Station noch besser. 300 Meter sind es dann noch. Ich warpe bis kurz vor die Begegnung und dann kümmere ich mich um Rendezvous und Docking. Ich sehe auch gerade, dass ich die Lämpchen gar nicht eingeschaltet habe. Die hatte ich ja extra hier unten drunter montiert. Das hole ich jetzt mal nach, dann sehen wir das Schiff auch ein bisschen besser hier auf der Nachtseite. Auf der Oberfläche haben wir das ja nicht gebraucht, da war ja Tageslicht. Die Annäherung funktioniert auch wie immer. Ihr kennt meinen kleinen Trick. Ich versuche den gelb-grünen Retrograde-Marker auf den lila-pinken gegenläufigen Zielmarker zu schieben, indem ich die Kapsel auf die Verlängerung der gedachten Linie zwischen den beiden Markern setze ausrichte und vorsichtig Schub gebe. Wenn ich links unten den Rendezvous-Modus auswähle, dann kann ich auch sehen, ob das den gewünschten Effekt hat. Und wenn ich unter 200 Meter ran bin an die Station, dann kann ich eben auch mit der Kamera auf die Station fokussieren und den richtigen Dockingport als Ziel auswählen. Und wenn ich dann in einer günstigen Position bin, stoppe ich einmal komplett ab, richte mich neu aus und fliege dann in der richtigen Ausrichtung mit RCS ins Ziel. Nach dem Docking kann Bob wieder zurück in sein Labor und bei der Forschung helfen, damit wir da wieder zwei Wissenschaftler in dem Labor haben. Wir können auch wieder einen Level-Up der Besatzung machen, weil Jeb und Bob jetzt eine Flagge auf Ike platziert haben. Das bringt ihnen zusätzliche Skillpunkte, die sehen wir aber erst, wenn wir einmal kurz auf den Map-Modus und wieder zurückschalten. Die mitgebrachten Wissenschaftsberichte will ich in die beiden Labore bringen. Die liegen im Probe Core und im Science Container des Landers. Beide dieser Container haben eine Funktion in ihrem Rechtsklickmenü, mit der man die Berichte zwischen solchen Behältern übertragen kann. Bei mir steht da Container Transfer Data. Ich bringe einen Datensatz in den Probe Core der Ike-Station ganz oben und den anderen Satz in den Probe Core der Duna-Station weiter unten. In dem Paket für das Ike-Labor ist noch ein Bericht, den ich versehentlich mit runter auf die Oberfläche genommen habe. Der war eigentlich für die Übertragung nach Kerbin gedacht, deswegen hole ich das jetzt kurz nach. Im Kommandomodul des Landers liegen auch noch Berichte. Einer davon ist der Bericht des EVA Science Kits, der soll auch nach Kerbin geschickt werden. Das mache ich dann eben jetzt auch noch. Die anderen drei sollen ins Labor der Duna-Station. Die gleichen Berichte für die Ike-Station sind noch im Mining Lander auf der Oberfläche. Die kommen dann später mit Helltop hier rauf. Jeb macht sich dann per EVA auf den Weg, die Berichte in die Labore zu tragen. Das geht ja leider nicht anders, das muss man immer per EVA machen.
Er nimmt also hier die drei Berichte aus dem Kommandomodul des Landers, schwebt dann einmal ganz nach unten zur Duna Station, nimmt da die gerade eben übertragenen Berichte aus dem Probe Core und legt alles zusammen in das Labor der Duna Station. Und dann kann er nach oben schweben und kann auch aus dem Probe Core der Ike Station die Berichte runterfliegen in das Labor der Ike Station. Ich schaue dann mal in die beiden Labore, ob ich da noch die Warteschlange auffüllen kann. Ja, ein Bericht passt zusätzlich jeweils da noch rein. Ich übertrage auch die gesammelten Punkte nach Kerbin und mache sie mal zu Geld. Einen kleinen Umbau möchte ich noch am Lander machen. Dazu hole ich mal Bill nach oben. Ich habe auf der Oberfläche festgestellt, dass der Container für die Wissenschaftsberichte zu hoch sitzt. Die Kerbels kommen vom Boden aus nicht dran. Ich kann aber das GU-Experiment und den Container ein bisschen tiefer ziehen. Dann sollte das in Zukunft besser gehen. Ich freue mich jedes Mal, dass es den EVA-Construction-Modus gibt, mit dem man sowas jetzt einfach unterwegs auch mal ändern kann. Bevor dann später der Mining Lander ankommt, fahre ich schon mal die Radiatoren aus. Die brauchen wir ja dann für die Treibstoffproduktion in Aktion. Und ich fahre auch die Solar Arrays der Duna Station aus. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber weil die Docking Ports jetzt frei sind, können die auch ausgefahren werden. Wir schauen mal nach dem Mining Lander auf der Oberfläche. Die Bohrer laufen noch, das ist erstmal eine gute Nachricht, denn wir haben ja auch schon mal erlebt in der letzten Folge, dass der Erzabbau stoppt, wenn man zu einem anderen Fahrzeug wechselt. Das ist jetzt weitergelaufen, das ist schon mal prima. Weil wir jetzt gerade nichts anderes zu tun haben, kann ich einfach Time Warpen, bis die Erztanks voll sind, 1200 Einheiten Erz drin sind. Ich hatte ja hochgerechnet, wie viel Zeit wir brauchen würden, um die Tanks zu füllen. Und jetzt, wo 1200 Einheiten drin sind, zeigt sich, dass meine Rechnung auch fast richtig war. In etwas über 11 Minuten erinnert mich der Alarm daran, dass das Mining fertig ist. Den brauche ich jetzt natürlich nicht mehr, den kann ich löschen. Ich kann auch die Bohrer und Radiatoren wieder einfahren, um den Lander startklar zu machen. Und ich schaue auch nochmal nach den Berichten im Probe Core und in der Kapsel. Die sind aber noch da, auch alles prima. Jetzt, wo die Erztanks voll sind, haben wir noch 551 Meter pro Sekunde Delta V zur Verfügung, um den Aufstieg und das Docking zu machen. Das sollte uns auf jeden Fall reichen. Ich habe mit Reserve etwa 500 Meter pro Sekunde einkalkuliert, als ich den Lander gebaut habe. Und das wird jetzt also mit 551 auf jeden Fall hinkommen. Lass uns mal schauen, wo die Station gerade ist. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die ist schon beinahe in der richtigen Position. Ich muss nur noch ein ganz klein bisschen warpen. Hier ist natürlich wieder Augenmaß im Spiel. So ganz genau kann ich nie vorhersagen, wo ich die brauche, aber so ungefähr wird das jetzt passen. Zum Start fahre ich noch die großen Solar Arrays ein und dann geht's los. Der Lander ist jetzt sehr schwer, deswegen brauche ich schon recht viel Schub, um überhaupt abzuheben. Auch das Einstellen der Flugrichtung fällt mir nicht so leicht, weil der Lander so schwerfällig ist. Ich will auch hier wieder Richtung 090 auf eine Apoapsis von 12 Kilometer kommen, damit ich die Begegnung mit der Station bekomme. Das klappt am Ende dann doch ganz gut. Ich muss mich nur beim Erstellen des Manövers für die Zirkularisierung und Annäherung ein bisschen beeilen, weil ich schon ziemlich nah an der Apoapsis bin. Durch mein Gezappel beim Start habe ich mir hier eine ordentliche Winkelabweichung eingehandelt. Die muss ich noch korrigieren und dann wird auch die Annäherung besser. Und für das Rendezvous habe ich sogar Tageslicht. Das ist doch wunderbar. Die Annäherung an die Station haben wir ja eben beim Science Lander nochmal ein bisschen ausführlicher gesehen, deswegen habe ich die diesmal einfach rausgeschnitten. Ich docke den Mining Lander wieder an den oberen nördlichen Port der Station, wo er auch die ganze Zeit über war. Als erstes mache ich mal einen Level Up. Auch Helltop hat jetzt eine Flagge auf Ike platziert und kommt durch die zusätzliche Erfahrung auf Level 4. Das wird die Erzförderung beschleunigen. Je erfahrener der Ingenieur an Bord des Mining Landers ist, umso schneller wird das Erz abgebaut. Dann möchte ich das mitgebrachte Erz in den großen Erztank der Station umpumpen. So ist der Lander schon mal wieder frei für die nächste Runde. Bevor ich den aber wieder runterschicken kann, muss ich natürlich noch seinen Treibstoff wieder auffüllen. Wir haben das schon am Minmus gesehen. Ich betanke immer zuerst den Mining Lander. Wenn der nämlich flugfertig betankt ist, dann kann ich jederzeit frisches Erz holen und neuen Treibstoff herstellen. Wenn das Erz mal verbraucht wäre und der Mining Lander keinen Treibstoff hätte, dann wäre die Kette unterbrochen und ich müsste erst frischen Treibstoff zum Duna bringen von Kerbin aus, damit ich die überhaupt wieder starten kann.
Jetzt ist der Lander ja mit vielen kleinen Tanks ausgestattet und das Befüllen aller Tanks kann ein ganz schönes Geklicke sein. Ich hab's gerne ein bisschen bequemer und mach mir zunutze, dass ich in KSP die Flusspriorität der Tanks einstellen kann. Diese Einstellung gilt nämlich nicht nur für das Verbrauchen von Treibstoff, sondern auch in umgekehrter Richtung für das Herstellen und Befüllen von Treibstoff. Da ich immer zuerst den Mining Lander füllen will, muss ich nur einmal alle seine Tanks anklicken und ihnen die höchste Priorität an der ganzen Station zuordnen. Wenn ich dann den Konverter starte, fließt der frische Treibstoff immer zuerst in den Mining Lander, bis da die Tanks voll sind. Ich vergebe die Prioritäten aber gleichzeitig so, dass die Tanks auch in der richtigen Reihenfolge geleert werden, wenn der Lander abgekoppelt und alleine unterwegs ist. Ich setze auch die Priorität an dem Speichertank der Duna Station hoch, damit dieser Tank als nächstes an der Reihe ist, wenn der Mining Lander voll ist. So habe ich ein bisschen mehr Kontrolle, was ich mit dem erzeugten Treibstoff mache. Solange die Duna Station hier noch angekoppelt ist, kann ich das so machen. Später muss ich mir dann was anderes überlegen. Ich setze hier die Priorität höher als die aller anderen Tanks an der Station, aber eben niedriger als alle Tanks am Mining Lander. Und dann hat alles seine richtige Reihenfolge und ich kann den Konverter starten. Der Treibstoff fließt in die Tanks und damit ich sehe, was da passiert, klicke ich mal die drei zentralen Tanks des Mining Landers auf. Der mittlere Tank hat die gleiche Priorität wie alle kleinen Oscar B-Tanks, deswegen fließt da der Treibstoff sehr viel langsamer, weil er halt zusätzlich auch noch in 14 andere Tanks fließt, die ich gerade nicht anzeige. Solange wir Sonnenlicht haben, gibt es auch kein Problem mit der Stromversorgung. Sobald wir auf die Nachtseite von Ike kommen, beobachte ich mal die Batterien ein bisschen genauer, aber durch die große Kapazität der Duna Station reicht uns der Strom auf jeden Fall auch über die Nachtseite. Das wird wahrscheinlich anders sein, wenn die Duna Station mal abgetrennt ist. Wenn die Tanks am Lander dann voll sind, klicke ich den Speichertank an der Duna Station auf und lasse die Produktion weiterlaufen. Es sieht am Ende so aus, dass gerade genug Erz da ist, um den Speichertank komplett zu füllen. Ein bisschen Erz ist dann noch übrig, ich lasse die Produktion aber einfach weiterlaufen in die restlichen Tanks, das macht jetzt nichts. Als letztes nehme ich dann den frisch erzeugten Treibstoff aus dem Speichertank und verteile ihn gleichmäßig in die drei großen Tanks am Transportschiff. Da brauchen wir den Treibstoff ja schließlich, um zum Duna zu kommen. An dieser Stelle mache ich mal einen Quicksave und trenne die Duna Station und den Transporter von der Ike Station. So kann ich sehen, wie viel Delta V das Gespann gerade hat. Hier werden jetzt 653 Meter pro Sekunde angezeigt. Das reicht uns noch nicht für den Flug zum Duna und zurück. 268 Meter pro Sekunde stecken im Duna Lander, aber die sollen ja da auch bleiben. Das werden wir also nicht angreifen. Ich schätze, dass wir so ca. 450 Meter pro Sekunde brauchen, um zum Duna zu kommen. Wir brauchen etwas mehr, um zurückzukommen. Insgesamt würde ich so etwa 1000 Meter pro Sekunde Delta V kalkulieren. Wir müssen aber bedenken, dass wir ja am Duna einige Masse zurücklassen, weil die Duna Station und der Lander nicht wieder zum Ike mit zurückkommen. Das bedeutet, unsere Rest-Delta V wird sich erhöhen, weil wir die Masse reduzieren. Ich glaube also, dass wir so ca. 950 Meter pro Sekunde hier im Gespann haben sollten, wenn wir flugfertig sind. Allerdings ist jetzt ja auch der Speichertank leer, da kommt noch zusätzliche Masse rein, weil ich den und die vier Monopropellant-Tanks auf jeden Fall gefüllt zum Duna transportieren möchte, damit die Station da auch eine Reserve hat, um den Duna-Lander mehrmals einsetzen zu können. Also insgesamt müssen wir jetzt noch mehrmals runter zum Ike und Erz holen, damit wir weiter Treibstoff herstellen können. Ich zeige das jetzt nicht im Video ganz ausführlich, weil es ja immer nach dem gleichen Schema abläuft. Einen zweiten Trip zur Oberfläche und zurück habe ich jetzt schon gemacht und habe den Duna-Transporter weiter betankt. Hier kehrt jetzt gerade der Mining Lander zum dritten Mal zur Station zurück. Diesmal fülle ich nach dem Betanken des Landers erstmal die vier Monopropellant-Tanks an der Duna Station. Auch das Kommandomodul am Duna-Transporter bekommt noch eine Ladung Monopropellant. Wenn der Transporter dann irgendwann zur Ike Station zurückkommt, muss er ja docken können und braucht dazu dann auch die RCS-Düsen. Das Erz, was dann noch übrig ist, nutze ich, um den Speichertank an der Duna Station zu füllen. Diesmal reicht es natürlich nicht für eine komplette Füllung, weil wir ja einiges in Monopropellant umgesetzt haben. Dann möchte ich mal schauen, ob die Treibstoffmenge jetzt reicht, um den Transfer zum Duna zu machen. Ich checke einmal kurz, ob überall der Crossfeed deaktiviert ist, damit kein Treibstoff aus dem Lander oder im Speichertank gezogen wird, wenn wir dann später zünden. Und dann habe ich das auf meiner Checkliste auch abgehakt.
Bevor wir entkoppeln, ist es wichtig, dass ich den oberen Docking-Port der Ike Station zum primären Docking-Knoten mache, also mit Make Primary Docking Node, so heißt es. Und natürlich mache ich auch wieder einen Quick-Save, damit ich nicht erst wieder docken muss, wenn ich feststelle, dass ich doch noch mehr Treibstoff brauche. Lustigerweise fängt jetzt die Ike Station trotzdem an, sich zu drehen. Das wollte ich mit der Einstellung des primären Docking-Ports eigentlich verhindern, aber ich hätte auch noch auf Steuerung von hier bzw. Control from here klicken müssen. Scheinbar erfolgt die Steuerung jetzt vom Docking-Port des Mining-Landers aus und weil der auf dem Kopf steht und ich das SRS aber auf Normal gestellt habe, dreht sich jetzt die ganze Station in die andere Richtung. Zum Glück geht nichts kaputt dabei, ich stelle dann einfach das SRS auf Antinormal und dann dreht sich alles wieder zurück und die beiden Teile docken automatisch wieder ineinander. Das hätte ich jetzt gar nicht gewollt, aber nun ja, so ist es. Ich korrigiere die Einstellung kurz, sodass dann der obere Docking-Port an der Ike Station auch wirklich der Kontrollpunkt ist und dann kopple ich nochmal ab. Wir sehen dann, dass das Duna-Gespann für 922 Meter pro Sekunde Treibstoff hat. Ich denke, das wird uns reichen für Hin- und Rückflug, weil wir, wie gesagt, auch mit weniger Masse zurück zum Ike kommen. Der Speichertank ist zwar nicht ganz voll, aber wahrscheinlich haben wir die fehlende Menge im Transporter auch noch übrig, wenn wir am Duna ankommen und bevor wir zurückfliegen. Das sehen wir dann, wenn wir am Duna sind. Wären wir also im Grunde hier startklar, bis auf einige Restarbeiten. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir die zusätzlichen Docking-Ports für die Satelliten jetzt auf die beiden Stationen aufteilen können, weil die Satelliten ja sowieso nicht mehr zurückkommen. Ich will per EVA Construction einen der beiden Anbauten von der Duna Station abmontieren und erstmal an der Ike Station parken, damit ich da später einen schönen neuen Undock-Bereich draus bauen kann. Ich schicke mal Bill raus, der montiert erstmal eine Leiter, damit er sich irgendwo festhalten kann und nimmt dann den Docking-Anbau auseinander. Die Teile lassen sich immer nur einzeln umbauen. Der EVA Construction Modus unterstützt das Umbauen ganzer Baugruppen nicht, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir parken die Teile jetzt erstmal hier ganz am Ende der Ike Station. Wir haben ja auch noch diese kurzen Leitersegmente mitgenommen. Davon waren 3 für die Ike Station und 3 für die Duna Station gedacht. Eigentlich nur jeweils 2, aber die haben sich ja am Kerbin auf wundersame Weise vermehrt. Bill holt uns jetzt 3 davon rüber in die Duna Station. Anschließend verlegt er noch die Bauteile für den Docking-Anbau weiter in die Mitte der Station und baut die provisorische Leiter wieder ab und beendet dann seine EVA. Dann ist es soweit und wir sind startklar für die letzte Etappe der großen Duna-Mission. Wir bringen die Duna-Station an ihr Ziel. Ich checke nochmal die Crew, klappe die Ladebucht zu und dann geht's los. Beim Abdocken klappt jetzt auch alles, die Ike Station bleibt an Ort und Stelle und auch in der richtigen Richtung. Ich drehe das Duna-Gespann dann schon mal Richtung Prograde, das werden wir ja als nächstes so brauchen. Was wir jetzt tun müssen, ist ziemlich genau das, was wir auch rund um Kerbin machen, wenn wir den Minmus- oder Mann-Orbit verlassen und nach Kerbin zurückkehren wollen. Wir brauchen eine Prograde-Zündung, hier von etwa 150 Meter pro Sekunde, das sagt mir die bekannte Delta-V-Map. Die Zündung muss so ausgeführt werden, dass unsere Flugrichtung entgegengesetzt zur Umlaufrichtung von Ike liegt. Leider sind wir gerade an dem günstigen Punkt vorbeigeflogen, also muss ich noch einen Umlauf warten. Ich stelle das Manöver so ein, dass ich mit möglichst wenig Delta V eine Periapsis von 60 km am Duna bekomme. Das soll die Höhe für den Zielorbit sein. Am Ende brauche ich 146,2 Meter pro Sekunde. Die Brenndauer von 13 Sekunden passt. Die kann ich sehr gut handeln. Nach dem Time Warp liegt blöderweise die Ike Station ziemlich genau in unserer Flugrichtung, aber ich werde jetzt gleich trotzdem mal zünden und hoffe dann, dass wir daran vorbeikommen. So können vielleicht die Kerbals nochmal den Anblick genießen und sich voneinander verabschieden, wenn sie aneinander vorbeifliegen, aber natürlich hätte ich das besser vorher bedenken sollen. Der Moment ist da, ich zünde das Triebwerk am Transporter und die Kerbals rund um Valentina machen sich auf den Weg, die Ike Sphere of Influence zu verlassen. Tatsächlich fliegen wir ein paar hundert Meter an der Ike-Station vorbei, es gibt aber keine Kollisionen und alles bleibt heile. Ich warpe vor, bis wir in der Duna Sphere of Influence sind, dann plane ich als nächstes das Capture-Manöver am roten Planeten. Um unsere Apoapsis zu verringern, brauche ich natürlich ein Retrograde-Manöver, hier komme ich bei knapp 288 Meter pro Sekunde raus. In Summe wären das 434 Meter pro Sekunde für die beiden Zündungen, also etwa das, was ich auch erwartet habe. Wir könnten hier wahrscheinlich auch ein Aerobraking in der dünnen Duna-Atmosphäre ausführen, um ein bisschen Treibstoff zu sparen. Aber ich bin lieber vorsichtig mit der Station, ich will nicht kurz vorm Ziel noch was kaputt machen.
Ich führe die Zündung aus und am Ende liegt der kreisförmige Orbit auf beiden Seiten zwischen 60 und 61 Kilometer über der Donauoberfläche. Das ist doch hervorragend. Wir haben ziemlich genau an der Tag-Nacht-Grenze gezündet, also warpe ich einmal vor bis zum nächsten Sonnenaufgang, damit wir auch was sehen können. Als nächstes bringe ich den Duna-Lander mal aus dem Laderaum an den oberen Dockingport der Station. Hier haben wir ja nur einen Lander an der Duna-Station, deswegen darf dieser hier nach ganz oben. Ich mache das natürlich auch wieder ganz vorsichtig, deswegen dauert das eine Weile, aber ich kann das ja hier im Zeitraffer zeigen. Wenn das erledigt ist, dann kann der Laderaum am Transporter wieder geschlossen werden. Die Monopropellant-Tanks im Laderaum sind ja auch leer. Nach einem Quicksave docke ich mal wieder testweise ab, um zu schauen, wie viel Delta V jetzt noch im Transporter ist. Die Anzeige sagt 939 Meter pro Sekunde. Es ist also eingetreten, was ich vorhin gesagt habe. Ohne die relativ große Masse von Station und Lander haben wir jetzt sogar mehr Delta V als beim Abflug am Ike, obwohl wir eine Strecke schon geflogen sind. Ich habe ja geschätzt, dass ich so etwa 500 bis 550 Meter pro Sekunde für den Rückweg zum Ike brauche. Wir haben also auf jeden Fall noch genug Reserve, um einen Teil des Treibstoffs hier an der Duna Station zu lassen und den Speichertank ganz voll zu machen. Ich möchte jetzt auch den Transporter erstmal hier lassen, weil ich denke, da ist immer noch Treibstoff zu viel drin für den Rückweg. Wenn wir mit dem Science Lander das erste Mal unten waren auf der Donauoberfläche und wieder zurück sind an der Station, dann gucke ich mal, ob ich da noch was umpumpen kann, bevor ich dann mit dem Transporter zurück zum Ike fliege. Wir machen mal einen ganz kurzen Abstecher in die Mission Control. Ich will schauen, ob da neue Aufträge sind, die ich gebrauchen kann. Hier gibt es tatsächlich Science Data from Surface of Duna. Und weil ich als nächstes runter will auf die Oberfläche vom Duna, passt mir der hervorragend ins Programm. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Wir haben gerade das große Midland-Sea-Biom vom Duna genau unter uns. Das ist ideal für einen ersten Landeversuch, also lasst uns das jetzt einfach angehen und nicht mehr lange überlegen. Wir müssen nur noch einmal rum um den Duna, damit wir unsere Deorbit-Zündung weit vor der Midland-Sea durchführen können. Ich habe den Lander so ausgelegt, dass ich den Treibstoff hauptsächlich für den Start brauche und nur wenig Treibstoff für die Orbit und Landung habe, weil mir die Atmosphäre von Duna beim Abbremsen und Landen hilft. Das kennen wir vom Kerbin, da brauchen wir auch nur 60 Meter pro Sekunde, um den Orbit zu verlassen, dann bremst die Atmosphäre und wir landen an Fallschirmen. Am Duna ist die Atmosphäre allerdings viel dünner als am Kerbin. Das hat zwar den Vorteil, dass wir keine Hitzeschilde brauchen, hat aber auch den Nachteil, dass die Fallschirme weniger Bremswirkung haben. Darum kommen wir flach rein, wir verbringen dann mehr Zeit in der Atmosphäre und erreichen dadurch eine höhere Bremswirkung. Ich sehe gerade, wir haben hier noch neue Meldungen über neue Errungenschaften. Wir haben die Ike Sphere of Influence wieder verlassen und haben ein erstes Docking am Duna durchgeführt, was ja gleichzeitig als Bau der ersten Raumstation gewertet wird. Das klicke ich weg. Valentina steigt schon mal um in den Lander und macht alles startklar. Ich pumpe auch noch etwas Monopropellant aus dem Lander in den Transporter. Das macht den Lander leichter und wir haben mehr Delta V für Landung und Start. Dann warpe ich uns einmal bis zur Nacht-Tag-Grenze, also bis zum Sonnenaufgang, lasse Mitming als Wissenschaftler auch in den Lander umsteigen und docke den Lander ab. Beim Manöver für die Deorbit-Zündung stelle ich 100 Meter pro Sekunde Retrograde ein, damit bekomme ich die flache Flugbahn. Ich ziehe das Manöver dann so hin, dass ich in der Midland-Sea runtergehe. Das Staging muss ich noch anpassen. Die Bremsfallschirme bzw. Drogue Chutes sind in der gleichen Stufe wie die Hauptfallschirme. Das ist nicht richtig. Die sollen sich ja zuerst öffnen, also die Drogue Chutes. Die Triebwerke muss ich noch aktivieren und bei den Landestützen möchte ich Federn und Dämpferhärte einstellen, weil wir sonst beim Aufsetzen zu stark einfedern und dabei die Triebwerke beschädigen könnten. Das wäre blöd, dann kämen wir nämlich nicht wieder zurück. Wenn das alles fertig ist, brauche ich nur noch bis zum Manöver zu warpen und die Zündung auszuführen. Valentina und Midming sind dann auf dem Weg, die ersten Kerbals auf dem roten Planeten zu werden. Ich warpe mal vor, bis wir in die Atmosphäre kommen. Dann stoppt ja auch immer automatisch der Time Warp. Die Atmosphäre beginnt bei 50 Kilometer Höhe am Duna. Wenn wir in der Atmosphäre sind, dann können wir gleich ein paar Experimente durchführen. Ich nehme einen Crew Report aus der oberen Atmosphäre und funke den gleich nach Kerbin. Von Thermometer und Barometer nehme ich jeweils drei Kopien. Eine übertrage ich in den Science Container, eine in den Probe Core und die dritte sende ich nach Kerbin.
Dann sollte ich mal die Solar Panels einfahren, damit die nicht vom Luftwiderstand beschädigt werden. Die Türen am Kommandomodul schließe ich auch gleich. Von der Atmosphärenanalyse nehme ich auch 3 Kopien, allerdings kann ich die dritte nicht nach Kerbin funken, dazu habe ich nicht genug Batteriekapazität. Ich lasse die im Experiment und nehme sie dann später raus, wenn wir gelandet sind. Übrigens ist dieses Experiment in der oberen Atmosphäre schon biomspezifisch und ich habe gerade eben eine Biomgrenze überflogen, so dass ich jetzt 2 Kopien aus dem Midlands-Biom in den Containern habe und eine Kopie aus Lowlands im Experiment, das muss ich dann in meiner Tabelle vermerken. Mystery Goo und Material Study kann ich leider jeweils nur einmal ausführen, weil ich keine Möglichkeit habe, das Experiment zurückzusetzen, außer wenn ich mit einem Wissenschaftler aussteige und das wäre mir jetzt hier in der Atmosphäre ein bisschen zu heikel. Drum lasse ich das und übertrage die Ergebnisse vorne in den Science Container. Ich schalte den Höhenmesser mal um auf Höhe über Grund. Wir sind jetzt noch gut 25 Kilometer hoch und man sieht am Nervball, dass meine Geschwindigkeit abnimmt. Wir sehen aber keinerlei Feuer- oder Plasmabildung wie beim Eintritt in die Kerbin-Atmosphäre. Das liegt eben an der dünnen Luft auf Duna. Ich habe jetzt ein Auge auf die Fallschirmanzeige. Sobald das Symbol weiß wird, kann ich die sicher öffnen. Ich habe die ja so eingestellt, dass sie bei minimalem Luftdruck und maximaler Höhe auslösen, damit ich die Bremswirkung möglichst lange nutzen kann. Noch sind wir aber zu schnell. Nachdem ich kurz im Map-Modus die Flugbahn und den Landepunkt gecheckt habe, ist das Fallschirmsymbol dann weiß. Ich habe hier auch noch die Meldung über den ersten Flug in der Duna-Atmosphäre, die klicke ich weg und dann stage ich mal für die Bremsschirme. Die lösen noch nicht sofort aus, weil eben der Luftdruck noch nicht hoch genug ist, aber zumindest werden die jetzt rauskommen, sobald das der Fall ist. Wir sind jetzt unter 10 Kilometer, die Geschwindigkeit hat weiter abgenommen, bei 8500 Meter und 300 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit öffnen sich dann endlich die Schirme. Das Symbol für die Hauptschirme ist jetzt auch weiß, die stage ich auch schon mal, dann können die sich auch gleich ausfahren. Weil wir jetzt in der neuen Situation Flying Low sind und einigermaßen langsam sinken, können wir nochmal die Experimente ausführen. Ich fange wieder an mit dem Crew Report, der ist jetzt auch biomspezifisch für Midland Sea und wird nach Kerbin gefunkt. Die Bremsfallschirme öffnen sich dann komplett, die Hauptschirme kommen raus. Das Temperaturexperiment ist im Flying Low ebenfalls biomspezifisch für Midland Sea, das mache ich dreimal wie gehabt. Die Hauptfallschirme entfalten sich, wir sind noch 2200 Meter hoch und 25 Meter pro Sekunde schnell, werden jetzt noch weiter gebremst, also ist noch genug Zeit, bis wir unten sind. Luftdruck ist auch in Flying Low noch ein globales Experiment, das führe ich aber auch dreimal durch. Atmosphärenanalyse, Mystery Goo und Material Study sind noch nicht wieder bereit, also kann ich die nicht machen. Wir können jetzt einfach ganz gemütlich zu Boden schweben und die Aussicht genießen. Das sollten wir auch tun, denn es ist immer wieder unglaublich aufregend, in KSP auf Duna zu landen. Irgendwie ist das für mich ein bisschen wie wenn Menschen auf dem Mars landen würden. Ich bin immer ein bisschen stolz auf meine Kerbels. Unser Landeplatz sieht ganz gut aus, nicht vollkommen eben, aber ich glaube, er ist waagerecht genug für eine sichere Landung. Wir sinken jetzt mit knapp 13 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich noch zu schnell und zu hart. Deswegen werden wir nochmal kurz die Triebwerke einsetzen, um zu bremsen. Wir sollten aber über 1900 Meter pro Sekunde Delta V übrig behalten für eine sichere Rückkehr zur Station. Schub, Höhe, Treibstoff, Luftanhalten und Konzentration. Rums. Das war's. Wir sind da. Valentina und Mitming würden sich, denke ich, um den Hals fallen, wenn sie könnten. Das Kerbel-Volk zu Hause an den Fernsehern bricht in Jubel aus, wenn die Signale auf Kerbin ankommen. Und wir als Leiter des Kerbel Space Program feiern einen sehr großen Triumph. Unsere erste Landung auf Duna und alle Ziele unserer großen Duna-Mission wurden erreicht. Da kommt dann auch die offizielle Bestätigung unserer ersten Landung von Kerbin. Wir nehmen den Lander in Betrieb, ich öffne die seitlichen Türen wieder und fahre die Solar Panels aus, damit wir Strom erzeugen. Dann sollten wir auch die Leiter ausfahren. Wir erinnern uns, die RCS Jetpacks funktionieren auf Duna nicht, weil die Schwerkraft zu groß ist, deswegen brauchen wir die Leiter unbedingt. Zwei Aufträge haben wir noch zu erledigen. Wir sollten Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Duna zurückbringen oder übertragen. Ich nehme ganz einfach einen Crew Report und einen EVA Report und funke die nach Kerbin, dann ist der Auftrag erfüllt. Und dann sollten unsere beiden Kerbels sich mal die Stiefel staubig machen. Mitming geht als erster und versucht mal im Stil von Neil Armstrong die letzte Stufe zu springen, aber das sieht ziemlich unelegant aus, wenn man ehrlich ist. Er erfüllt dann auch den zweiten Auftrag, eine Flagge auf Duna zu platzieren und verewigt sich und Valentina in diesem historischen Moment auf der Flaggenplakette.
Valentina kommt dann auch raus und posiert für das wichtige Erinnerungsfoto und dann haben wir es erstmal geschafft. Natürlich wartet hier noch etwas Arbeit mit den wissenschaftlichen Experimenten und wir müssen ja auch noch zurück zur Station fliegen, aber das machen wir dann demnächst. 7 ganze Folgen hat die Duna-Mission bis jetzt gefüllt und ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß daran hattet und euch die Videos gefallen haben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und eure Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken oder schreibt mir in die Kommentare, wenn euch was nicht so gut gefallen hat. Falls ihr Fragen habt, lasst es mich wissen. Ich helfe gerne, wo ich kann. Ihr solltet natürlich auch den Kanal abonnieren und auf die Glocke klicken, damit ihr nicht verpasst, wie es mit der Karriere weitergeht, denn die nächsten spannenden Missionen warten schon. Fliegt vorsichtig, bis zum nächsten Mal.